Die Suche nach dem, ja, ominösen Schlüssel für den Safe geht weiter. Wir hatten ja hier aufgehört und sind dabei immer noch den Schlüssel für den Safe zu finden, für die untere Etage. Jetzt waren wir hier schon immer gewesen. Jetzt werde ich mal, ich hatte ja gesagt, hier unten ging es ja irgendwie, der Pfeil zeigt ja nach hier. Dann gehen wir mal hier lang und gucken wir mal, wo wir hinkommen. Ruhig, du entkommst uns nicht. Nein, ich hab jetzt gedacht, nein, so ein Mist, ich hab jetzt gedacht, er hat den Schlüssel. So ein Mist. Mist, jetzt habe ich echt gedacht, hier ist der Schlüssel drin. Oh, was ärgerlich. Oder liegt hier vielleicht der Schlüssel irgendwo? Wow, 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 was? Wow, wow, wow. So. Night Vision. Dafür lassen wir sie bezahlen. Night Vision. Night Vision. So, vielleicht finden wir in der Etage hier den ominösen Schlüssel. Schauen wir mal. Das wäre natürlich cool. So, da geht's nicht weiter. Ich werde mich mal hier umsehen ein wenig. Hier ist eine... Ja, ich hab's auch gehört. Und du auch. Liegt hier vielleicht der Schlüssel? Aber ich will hier noch gar nicht lang. Ich will hier noch gar nicht lang. Ich will hier oben noch nicht lang. Ich, nee. Nein. Ich gehe erstmal hier gucken. Ja. So, mach erstmal hier das Licht aus. Aber kann doch nicht sein, dass er so weit weg liegt, dieser... Der Schlüssel. Ich weiß, dass du da oben bist. Ich höre dich. Du brauchst nicht lauter werden. Waren wir hier unten? Hier unten waren wir noch nicht, ne? Hier stand doch der eine Gegner, ne? Ich höre dich. Ich höre dich. Ich sehe dich zwar nicht, aber ich höre dich. Mein Gott, ey, das gibt's doch nicht. Ey, so lange jetzt auf so einen dämlichen Schlüssel für den Safe suchen. Bitte lass den Schlüssel hier liegen. Bitte lass den Schlüssel hier liegen. Bitte lass den Schlüssel hier liegen. Okay, hier kommen wir wieder runter. Ist das Sinn der Sache, dass wir hier runterkommen? Und wo kommen wir jetzt hin? Na toll. Welche Etage ist das denn jetzt hier? Ist das die Etage mit dem Safe? Ja, wir sind auf der Etage mit dem Safe, glaube ich. Wo ist dieser verkackte Schlüssel? Das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht sein. Ey, so weit weg war der noch nie. Der hat doch meistens immer so ziemlich in der Nähe hat er irgendwo gelegen. Ey, das gibt's doch nicht. Ach, wisst ihr was? Jetzt habe ich keine Lust mehr. Jetzt gehe ich einfach weiter, so. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Ich hab keine Lust mehr. So. So, dann können wir mal hier gucken. So, was haben wir hier? Muss ich hier lang? Muss ich überhaupt hier lang? Ja, aber ich würde mich doch gerne auf dem Dach umsehen. Aha. Aha, also. Also müssen wir doch auf dem Dach uns umsehen. Weil da draußen würden wir weiterkommen. Vielleicht finden wir ja doch noch den Schlüssel. Ich geb nicht auf, ihr merkt's. Wenn ich mir ein Ziel gesetzt habe, dann gebe ich nicht auf. Ja? So, jetzt muss ich nur mal gucken. War das jetzt hier lang? Ja. So. Also hier weitergehen, dann die Leiter hoch. Dünn, 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 dünn. So, dann könnten wir jetzt... Hallo? Dann könnten wir theoretischerweise, könnten wir jetzt hier hochgehen oder auch da hinten. Ich werde mal hier hinten bei der Leiche es versuchen.
hier mal hoch zu kraxeln. Ach, schon wieder der Filter. Ey, wir haben nur noch 10,50. Da hinten liegt bestimmt der Schlüssel. Ich sehe es schon bildlich vor mir. Ich sehe es bildlich vor mir. Nur wie kommen wir denn... Und dazu müssen wir einen Mutanten überwältigen. Ja, hundertprozentig. Das ist doch... Das ist doch irgendwie, ne? Was ist denn das? Und hier ist eine Falle. Die kann man nicht durchschneiden. Zumindest noch nicht. Von der anderen Seite wahrscheinlich. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Wollt ihr mich verarschen? Ich will aber mal da rein. Aha. So. Wieso kann ich die... Wollte schon sagen, wieso kann ich die nicht abschneiden? Von wegen mich hier explodieren lassen? Hier ist wahrscheinlich der Schlüssel drin. 100... Ach nee, ein Metrobuch. Ein Metrobuch für einen neuen Eintrag. Den werden wir mal lesen. Wir haben schon wieder beim Außenposten übrigens schon was vergessen, weil das Eintrag 2 ist. Naja. Eintrag 2. Die Faschisten hatten es eilig, die Verteidiger der verfluchten Station zu erledigen. Sie waren nicht darauf vorbereitet, zu warten, bis die Tiere das für sie erledigen. Natürlich brauchen sie die Station, brauchen sie den Lebensraum? Was? Natürlich brauchen sie die Station, brauchen sie den Lebensraum? Da müsste, glaube ich, ein Fragezeichen hin, kann das sein? Aber mit wem wollten sie die Station bevölkern, auf die sie auf diese Weise befreit hatten? Es werden nur sehr wenige Kinder in der Metro geboren und noch weniger schaffen es überhaupt ins Erwachsenenalter. Shukoi erzählte mir mal, dass früher allein in Moskau 15 Millionen Menschen lebten. Und jetzt gibt es kaum mehr als 50.000 von uns in der Metro, vielleicht auf dem gesamten Planeten. Und trotzdem bringen wir uns weiterhin gegenseitig um, als wären wir noch Millionen wären. Als wenn wir noch Millionen wären. Von den 6 Milliarden Menschen, die einst auf der Erde leben, ist nur noch Asche übrig. Asche und Staub. Sie sind überall. Sie knirschen unter unseren Stiefeln. Sie verkleiden sich als Sand und Lehm, Erde und Schnee. Und wir müssen sie reinlich mit frischem Blut... Was? Und wir wässern sie reinlich mit frischem Blut, als wenn wir hofften, dass draußen neues Leben entstünde. Ja, das ist nicht so schön. Das stimmt allerdings, weil so viele sind ja auch nicht mehr in der Metro. Da hat er wohl recht, unser lieber Artyom. Ja, ist klar. Piep, piep. Was macht er denn mal, wenn das Ding nicht mehr funktioniert? Würde mich mal interessieren. Oh, bitte, ey. Kann das jetzt nicht hier irgendwo der Schlüssel liegen? Komm hier, du hast den Schlüssel. Ich weiß es. Nein, der hat nur Mun. Na toll. Mun. Huch, bleib ich auch noch hängen da an der Palme, wollte ich jetzt gerade schon sagen. An der Palme des Grauens. Ach ja, wir müssen ja noch nach oben zu dem Typen, ne? Vielleicht liegt ja da der ominöse Schlüssel, weil das Spiel speichert. Eine Antenne. Antennen sind normalerweise rund, aber ja, okay. Oh, der hat ein größeres... Oh! Oh ja, der hat ein größeres Magazin. Würde ich jetzt mal behaupten. Wir werden mal auf die Munition wechseln. Aber der hat auch keinen Schlüssel hier liegen, so wie es ausschaut. Nope. Boah, ich dachte schon, was baumelt denn da? Ich bin schon ganz paranoid. Ich merk's. Ach, hier ist der Funk. Ach, wir müssen ja einen Funk senden. Stimmt ja. Tumor-Kassette. Evakuierung gedeckt haben. Ihr müsst die Tunnel zerstören.
Reise wird nicht lange halten. Ich bin Kommandant Maxim Komarov. Ende und aus. Ich habe gerade eine Trophäe bekommen. Die Trophäe hieß DJ Atium. Aber verdammt nochmal, ich habe immer noch keinen Schlüssel gefunden. Ey, das ist doch... Das ist doch irgendwie, ne? Gibt's doch nicht. Kann doch nicht sein. Na ja, gut, also können wir wieder zurückgehen. Mann, ich bin jetzt echt von der festen Überzeugung ausgegangen, dass wir da den Schlüssel finden werden, aber anscheinend... Anscheinend dann doch nicht. Na ja, gut, dann... Müssen wir den Save leider zulassen. Tut mir leid. Ja. Kann ich leider nicht ändern. Ich, nee, Quatsch. Wo laufe ich denn hin? Wir müssen ja hier lang, ne? Nee. Hä? Nee, wir müssen eine Etage tief... Nee. Hä? Eine höher müssen wir. So. Bin schon ganz Banane. Nee. Hä? Hä? Was? Wie? Wo? Wer? Hä? Was? Ach so, wir müssen runter. So. So war es gewesen, genau. Ich sag ja, Orientierung wie eine Weißbrotscheibe. So, also jetzt auf geht's. Ja, müssen wir leider den Safe hier lassen. Ihr werdet wahrscheinlich wissen, wo der Schlüssel liegt. Aber wenn ihr das Video seht, dann bin ich schon, wer weiß, wie weit in dem Spiel. Ja, das ist ja mal mit dieser... Oh nein, nicht der Klon schon wieder. Den kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Ich werde mal hier unten lang fitschen. So ein bisschen in Deckung vor dem Klon da, vor dem... Wow, 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 wow! Wollt ihr mich veräppeln? Wow! Da ist ein Futter! Los, schnapp's dir! So. Okay. Machen wir das Ganze anders. Machen wir Night Vision on. Night Vision. Huch. Night Vision. I'm the Night Vision Man. Hier liegt noch Mun. Wo ist der Typ? Wurde der aufgefressen? Geil. So. Ja, komm. Munition immer mitnehmen. Aua, 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 aua. Das war so klar. Wo muss ich denn hin? Wo muss ich hin? Ja, ja, ja. Nein! Was? 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 Lass. Aua! Alter, das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Wo muss ich denn hin? Da lang muss ich. Ja, toll. Juhu. Hallo. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Ich will nicht nochmal fliegen. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich bin gerade total verwirrt. Ihr merkt's. Es war klar, dass die schwarze Station von Faschisten besetzt war. Aber Ullmann hatte gesagt, er würde dort auf uns warten. Ich muss das riskieren. Dum, 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 dum. Es war klar, dass die schwarze Station von Faschisten besetzt war. Aber Ullmann hatte gesagt, es würde dort auf mich warten. Ich musste es riskieren. Ja, dann riskieren wir es mal. Oh, mir geht's gar nicht gut. Ich sollte vielleicht gleich erstmal Medi... Na toll, Atium, du bist echt der Held. Ergib dich, dann passiert dir nichts. Okay. Ui. Schon wieder ein Freund. Ein anderer Ranger. Ich könnte eine Maske gebrauchen, also eine neue. Also, ich möchte mich nochmal kurz hier umsehen. Man weiß ja nie, was die Spieleentwickler so für einen bereithalten, ja? Das
ist jetzt auch voll Outlast-mäßig, so mit dem Riss in dieser, mit dem Riss in dieser Scheibe von der Maske, sieht das auch voll aus wie Outlast. Euer Fernseher ist übrigens kaputt, ne, wollte ich nur mal sagen. Ihr solltet vielleicht mal austauschen, ihr seht mich jetzt nur noch so verschwommen. Ja, also. Ja. So. Da müssen wir wahrscheinlich gleich lang jetzt mal quatschen mit dem hier. Was hat so lange gedauert? Wo ist Pavel? Was? Hat er... Natürlich. Später. Die Situation hat sich verschlimmert. Die Faschisten haben die Station buchstäblich überschwemmt. Wenn du ihren Generator abstellen kannst, wird es einfacher, an der Wache vorbeizukommen. Nimm das. Ich werde im verlassenen Tunnel zur Polis auf dich warten. Jawohl. Eine schallgedämpfte MP, würde ich jetzt mal sagen. Hier haben wir Night Vision, das haben wir alles schon. Munition. So. Cool. Das heißt, sneaky, sneaky, würde ich sagen, geht's weiter in der nächsten Folge und da schaltet ihr auch wieder ein, denke ich mal. Also macht's gut. Ciao.